Jetzt bin ich als Friese in Franken in Forra unterwegs. Hier kann man auch wieder gut mit der Bahn ankommen. Das ist echt ganz praktisch und drumherum die Natur genießen, wie so häufig hier im Nürnberger Land. Und das ist total klasse, vor allen Dingen jetzt im goldenen Herbst. Hier an der Pegnitz kann man auch weiter runter ein bisschen Kanu fahren. Das macht doch einfach Spaß, auch bei etwas kühleren Temperaturen. Auch wenn jetzt die Hauptzeit schon um sein sollte. Aber demnächst bin ich sicherlich hier mal unterwegs. Die Natur drumherum lädt zum Verweilen ein und man kommt wirklich runter. Das ist doch angenehm, wenn man aus der Großstadt vielleicht einmal einen Ausflug ins Nürnberger Land machen möchte. Unbedingt mal vorbeikommen. Im Sommer lässt sich auch schön an der Pegnitz hier das eine oder andere Restaurant aufsuchen und man kann hier das Schloss von außen besichtigen. Von innen lässt sich die Marienkirche, die mit ihrem Tonnengewölbe und den 14 Engeln total spannend ist. Einige Teile der Kirche sind aus dem 12. Jahrhundert, teilweise sind sie bei einer Renovierung ein bisschen verloren gegangen, aber der Altaraufsatz ist aus dem 15. Jahrhundert, das ist ja auch schon ein ganz schönes Stück und wer sich für Kirchen im Nürnberger Land interessiert, der sollte unbedingt hier in Forra in der Marienkirche einmal vorbeischauen. Drumherum starten auch viele Wanderwege und man kann das Nürnberger Land wirklich gut zu Fuß entdecken. Bis zum nächsten Mal hier.